Heute reden wir über Magie. Und zwar im Quellcode. Los geht's! Willkommen bei einer weiteren Folge Bergfest Talk. Wenn du neu hier bist, mein Name ist Vitaly Mick und auf diesem Kanal unterhalte ich mich über die Themen PHP und Webentwicklung. Falls du dich also für diese Themen interessierst, abonniere dann auch meinen Kanal und aktiviere auch noch die Glocke. Neulich im Forum php.de habe ich einen Programmierer gesehen, der seine heilige Datenbankklasse vorgestellt hat. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die meisten Entwickler irgendwie der Meinung sind, dass die Datenbank das allerwichtigste Tool ist in ihrer Applikation. Es werden komischerweise immer wieder Klassen angelegt um die Datenbank herum, es werden Projekte angelegt um die Datenbank herum. Alle kümmern sich nur um die Daten. Dein Quellcode ist meistens dann nur ein Interface, um auf die Datenbank zuzugreifen. Aber das ist natürlich ein anderes Thema für ein anderes Video, darum geht es heute nicht. Heute reden wir über die Magie. Wenn andere Menschen uns Programmierer angucken, dann denken die wahrscheinlich, wir sind irgendwelche Magier oder so. Wir tippen irgendeinen Quellcode ein und dann macht der Computer Dinge. Das Witzige ist, die Programmierer wissen teilweise oft auch gar nicht wirklich, was sie da tun. Um wieder auf die Datenbank-Thematik zu kommen von vorhin. Der Entwickler hat ein ORM programmiert. Also für die, die nicht wissen, was ein ORM ist. ORM ist im Grunde eine Klasse, bei der die Daten mit der Datenbank miteinander verknüpft sind und du kannst eine Klasse ansprechen, irgendwelche Methoden aufrufen und die aktualisiert dann automatisch die Datenbank. Auf jeden Fall hat der Entwickler ein ORM programmiert, der automatisiert anhand des Klassennamens dann herausgefunden hat, um welche Datenbanktabelle es sich handelt. Und zusätzlich hat er dann über ShowTables SQL-Abfrage dann abgefragt, welche Datenbankfelder gibt es, und daraus hat er dann das gesamte Objekt magisch aufgebaut. Und das Problem, was er dann beschrieben hat, da ging es darum, dass er mehrere Tabellen miteinander verknüpfen wollte über ein Join. Er hat dann auch sowas hingeschrieben wie, ich versuche seit Wochen ein Problem zu lösen, aber irgendwie klappt das nicht mit den Joins und so weiter. Da hat sich halt total lange mit dieser Aufgabe beschäftigt. Das eigentliche Problem war aber, dass er versucht hat, irgendwie auf einer magischen Art und Weise zwei Tabellen miteinander zu verknüpfen, also irgendeine Logik aufzubauen, die automatisiert an alle Fälle denkt, irgendwie alles besonders macht und du brauchst nur eine Klasse zu erstellen und dann hast du irgendwie was in deinem Quellcode, was automatisch funktioniert. Und in diese Falle, da tappen die meisten Programmierer immer rein. Viele wollen ja irgendwie so eine besondere Klasse bauen, die für dich alles abnimmt. Am besten schreibst du nur eine einzige Klasse, schreibst da irgendwie irgendwas Besonderes rein, Sesam, öffne dich oder so, und dann passieren dann tolle Dinge in deiner Applikation. Du musst aber verstehen, dass eine Magie in deinem Quellcode immer seinen Preis hat. Also allein er hat in seinem ORM das Problem, dass er, wenn er die Klasse angelegt hat, vorher erstmal nachgeschaut hat, okay, welche Felder gibt es denn in der Datenbank? Welche Feldtypen sind es denn, dass er dann immer diese Eigenschaften da auch definiert hat? Und eben als es zu einem Join kam, hat er dann auch noch weitere Tabellen mit nachgeladen, obwohl man die vielleicht gar nicht braucht. Er hat sogar quasi an der Stelle eine direkte Verbindung gemacht zwischen Daten und Logik. Also ich verstehe das einerseits überhaupt nicht, warum die Leute auf der einen Seite Darstellung von der Logik komplett trennen wollen, aber Daten und Logik irgendwie total eng miteinander verknüpfen über ORMs. Dann hat er natürlich dann auch festgestellt, dass das Ganze langsam ist, weil er zu viele SQL Queries ausführt, also hat er das Ganze auch noch gecached und dann hat er versucht, den Cache zu aktualisieren. Du kennst sicherlich das Problem. Und dann kam halt eben diese Sache mit den Joins, wo alles noch komplexer wurde. Aber ich verüble das dem Entwickler nicht. Wie gesagt, unser Gehirn, der versucht immer irgendwas total kompliziert umzusetzen, weil es Spaß macht. Weil es Spaß macht, an solchen komplexen Problemen zu tüfteln. Es macht Spaß und das ist ein gutes Gefühl, wenn du am Ende dann dieses Problem auch gelöst hast. Was ist eigentlich mit dir? Hast du irgendeine besondere Klasse bei dir in deinem Projekt, wo du sagst, ach ja, du musst nur in dem und dem Ordner eine Datei anlegen, die muss so und so heißen und dann passieren plötzlich automatisch Dinge in deinem Projekt? Wenn ja, schreib es doch mal in die Kommentare, beschreib mir das. Ich bin mal echt gespannt, was die Leute so schreiben. Es gibt ja zum Beispiel diese Thematik mit Conversion over Configuration, dass man am besten Klassen nach einem bestimmten Schema erstellt, dass durch diese Klassen dann eine erweiterte Logik in deinen Quellcode automatisch reinkommt, ohne da irgendwas viel zu konfigurieren. Aber leider übertreiben wir oft
mit dieser Magie. Und das führt dann immer zu noch mehr Problemen. Zum Beispiel, wenn du sehr viel magischen Quellcode bei dir in deinem Quellcode hast, dann hast du später sehr viele Probleme, automatisierte Tests zu schreiben. Ein weiteres Problem von dem magischen Quellcode ist, dass du zum Beispiel eine Stelle anfasst und dann eine andere Stelle kaputt geht, weil dieser magische Part quasi überall in deinem Quellcode verteilt ist. Und meistens hast du ja sowieso keine generelle Regel oder Funktion, die immer überall gültig ist, sondern es gibt immer irgendwelche komischen Ausnahmen. Und diese kleinen Ausnahmen machen dann deine ganze Magie meistens kaputt und unnötig kompliziert. Es ist jetzt sogar ein bisschen überspitzt, aber ich würde sogar behaupten, dass die meiste Zeit, warum ein Quellcode nicht automatisiert getestet ist, liegt an dieser Magie. Wenn du zu einem Entwickler sagst, ja, warum testest du deinen Quellcode nicht, dann sagt er meistens, ich habe keine Zeit. Aber was meint er genau mit, ich habe keine Zeit? Er meint meistens damit, ich habe schon so viele magische Methoden und Funktionen in meinem Quellcode verbaut, dass ich keine Zeit habe, das Ganze umzuschreiben und das Ganze locker zu machen. Also quasi deinen Quellcode ein bisschen aufmachen und das ersetzbar zu machen, Einzelteile rausnehmbar zu machen sozusagen. Das ist halt schwer zu erklären. Das Problem mit der Zeit wird also in den meisten Fällen nicht auf das Testen selbst bezogen, sondern auf die Funktionalitäten, von denen der Entwickler nicht genau weiß, wie die funktionieren. Mit Convention over Configuration versucht man zwar, dass die Sachen weniger konfiguriert werden, aber letztendlich, wenn du jetzt irgendwas programmiert hast, wo automatisiert irgendwas passiert, kannst du das auch für lange Zeit nicht merken. Also wenn du ein halbes Jahr später wieder deine Quellcode-Stelle anfasst, musst du dennoch in die Klasse hineinschauen, nachgucken, wie war das denn nochmal? Sollen die Datenbanktabellen jetzt mit Camelcase oder Uppercase heißen oder soll da ein Bindestrich dazwischen sein und so weiter? Wir haben auch deswegen ganz tolle Akronyme entwickelt, zum Beispiel Solid Dry Kiss Yagni. Und KISS und YAGNI würde da sehr gut zu dieser Thematik passen. KISS bedeutet ja Keep It Simple Stupid und YAGNI bedeutet You Ain't Gonna Need It. Also quasi, du sollst dir jetzt nicht zu viele Gedanken über dein Problem machen, dass du ein sehr komplexes Objekt zusammenbaust, der allen möglichen Fällen automatisiert abdeckt, wenn du es nicht wirklich brauchst für deinen aktuellen Fall. Man macht sich aber dann letztendlich das Leben unnötig kompliziert und macht den ganzen Quellcode unnötig komplex. Ich habe zum Beispiel für mich persönlich so einige Code-Smells vorbereitet, die ich dann immer einhalte, wenn ich meinen Quellcode schreibe. Also sobald ich in meinen Quellcode zum Beispiel Sachen eintippe wie else, else if, dann denke ich mir sofort, halt, stopp! Muss denn das else if da drin unbedingt stehen? Brauchst du das else dort? Geht es denn nicht anders? Und in den meisten Fällen geht es tatsächlich anders. Das gleiche gilt zum Beispiel für extends oder switch case, weil ein switch case kannst du zum Beispiel in vielen Fällen in ein array umwandeln. Probiert das mal ruhig auch aus. Wenn ihr das nächste Mal ein else in eurem Quellcode schreibt oder ein extends, dann überlegt vorher, brauche ich wirklich dieses else oder das extends? Geht es doch nicht vielleicht anders mit einem Design Pattern oder sowas? Und wenn ihr euch daran haltet, dann wird euer Quellcode wesentlich übersichtlicher sein. Versucht nicht zu viel Magie in euren Quellcode einzubauen. Was sagt eigentlich mein Kollege Thomas dazu? Diese magischen Methoden bitte benutzt sie nicht. Also ich kenne jetzt kein Beispiel dafür, wo die Sinn ergeben sollen. Seht ihr? Ihr müsst auf Thomas hören. Falls ihr nicht wisst, wer Thomas ist, Thomas ist auch ein PHP-Entwickler, der auf YouTube seine Videos macht. Wenn du also nicht abwarten kannst, bis ich neue Videos rausbringe, dann schau doch mal auf seinem Kanal vorbei und guck dir mal seine PHP-Videos an. Da findest du bestimmt auch lehrreiche Informationen. Den Link zu seinem Kanal findest du unten in der Videobeschreibung. Er erklärt aktuell übrigens auch magische Methoden von PHP. Anscheinend hat PHP das vorgesehen, dass viele Entwickler dort Magie verrichten können. Aber letztendlich sollte man es lassen. Wieso ich übrigens Extends so gut es geht vermeide, habe ich in einem Video hier oben erklärt. Weitere spannende Themen rund um die Programmierung habe ich in meiner Bergfest Talk Playlist hier unten zusammengefasst. Vielen Dank also nochmal fürs Zuschauen, gib dem Video doch ein Like und wir sehen uns dann spätestens nächste Woche Mittwoch bei einem weiteren Bergfest Talk Video. Bis dahin, tschüss!